Ich war noch nie in so einem professionellen Setup hier. Eigentlich. Davor habe ich sogar mit Handykamera damals aufgenommen. Einfach mal richtig hart. Hi Leute, das. Ich habe kein richtiges Intro, Joey. Heute habe ich zu Gast Joey, das allererste Mal auf meinem Kanal. Ich fühle mich geehrt. Ja, ich mich nicht. Ich habe zwei Puppen bestellt und ich habe mir einfach mal überlegt, dass wir jetzt so eine Challenge machen, wer die Puppe am schönsten gestaltet. Und Dima darf am Ende bewerten, welche Puppe am schönsten ist. Das Ding ist, guckt euch allein mal an, wie sie diese beiden Köpfe hier uns hingestellt hat. Was ist das denn? Sie reißt hier einfach so alles auf. Richtig unästhetisch einfach. Boah, das hättest du mal vorher ja, machen Ja, ist so, ne? Wie heißt sie? Wollen wir ihren Namen geben? Ja, gib du ihren Namen. Ich gebe meiner gleich auch einen Namen. Meine heißt Sabrina. Meine heißt Svetlana. So wie meine Mutter. Okay, Joey, ich würde sagen... Okay, warte, nee, wir müssen noch einmal... Du musst mir noch mal ganz kurz erklären, was ich jetzt überhaupt machen soll. Also, ich muss sie schön machen. Genau. Okay, schöner als sie jetzt ist. Und schön im Sinne von schminken, frisieren. Ja, 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 ja. Und Dima wird am Ende bewerten, welche, ob er Svetlana oder wie heißt deine Sabrina. Gut? Sabrina heißer findet. Okay, heißer? Also ja. Er muss sie attraktiv finden. Genau. Ruhig, Bruder, das ist ein Kind. Dima, Dima, stehst du auf blond? Ja. Okay. Ich mach erstmal die Haare frisch hier. Dima, magst du erst so natürlich oder so? Natürlich nur natural, Leute. Natural? Nein. Aber auch so ein bisschen so fransige, verrückte, wilde Haare. Farbe, oder? Farbe mag ich auch. Farbe, okay. Erst schneiden und dann waschen? Jetzt muss man sie waschen, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, du so direkt in so eine... Oh, Sandra! Also, wie immer schneiden wir das erstmal ab, weil das hässlich ist. Oh mein Gott. Ja, würden wir direkt so einen Bock verpassen? Das ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Guck mal, wie gut das jetzt aussieht. Oh, Dima mag bestimmt solche Hochsteck... Ja, so auf richtig Russian angelehnt, ne? Guck mal hier, also ein geiler Dutt. Ja, Dima, gib uns mal Spülmittel! Nein! Bitte! Da drauf? Machst du einfach ins Wasser rein? Ja, okay, komm. Weißt du was, ich mach das jetzt auch einfach. Ich hab vielleicht ein bisschen mehr, bisschen zu viel genommen. Oh Gott, die Haare sind grün. Ja, irgendwie hat die jetzt voll den Grünstich. Und ich wette, die Locken bleiben trotzdem. Ja, Sandra, so geht das nicht. Es tropft. Eigentlich könnten wir auch so einen Wet-Look verleihen. Oh ja, jetzt einfach so Haarspray. Ja, ich glaube, meins wird so ein bisschen auf Heidi Klum angelehnt. Ja, so ein Beach Girl. Ja. Oh, sorry. Auch ich brauche den Föhn, Sandra. Okay. Ja, perfekt. Irgendwas muss ich noch mit ihren Haaren machen, ne? Ja, aber irgendwie hat's auch was, ne? Irgendwie sieht's gar nicht so kacke ja. aus. Siehst richtig der geile Pudel jetzt. Meins sieht einfach richtig eklig aus. Halt echt, so richtig die Kleine. Ja. Hä, meine ist richtig die Natural Beauty jetzt, Leute. Ja, sie kommt so gerade frisch vom Friseur. Mhm, so eine richtige Sabrina. Aber ich finde, wir müssen auch an ihrer Frisur was ändern. Ach, du schneidest ja auch die ich Haare? Ich schneide dir jetzt die Haare. Aber so ein richtig. Bob? Ja, oder? Lieber okay. Magst du lange oder kurze Haare mehr? Lang. Ja, aber so halb, wie, was sagst du so zu halb lang? Also meine hat Haarspray auf jeden Fall erfunden, ey. Oh, ich krieg die Haare nicht durch. Was sind das denn alles für Haare hier? Eine gute Frisur braucht Zeit. Boah, wie viele Haare mir durch die... Ich bin dafür, Joey, wenn wir uns ab jetzt einen Timer stellen. So, für 10 Minuten noch? Für 10 Minuten. Okay. Hey Siri, stell uns einen Timer auf 10 Minuten. Okay, der Timer wurde auf 10 Minuten gestellt. Okay, let's go. Ich brauche ein Haargummi. Hast du so ein Zopfgummi? Ich muss mein eigenes entwenden. Warte, ich habe sogar zwei. Oha, perfekt. Ach, weil das kannst du als so nehmen. Okay, perfekt. Danke. Digga, dein sieht so aus, als ob das eine Steckdose gefasst hat, Alter. Aber irgendwie auch cool, irgendwie oder? Irgendwie hat es was voll Rockermäßiges. Ich mache jetzt einfach ihr Lidschatten blau. Ich will ja auf jeden Fall Cat Eyes verpacken. Also diese Smoky Eyes. We will see. Guck mal, voll geil. Was ist das denn? Um Gottes Willen. Das soll ein Lidschatten sein. Sieht halt aus wie verprügelt, ne? So, ich mache jetzt ein paar braune Strähnen noch rein. Ich glaube, darauf steht die mal so gesträhntes Haar. Ja, kennst du nicht den Trend, dass man jetzt einfach nur noch vorne die Haarpartie in einer anderen Farbe färbt? Mm, ja, doch, mit ja, so das Kreide, ich ne? Jetzt. Kreide? Hä, mit so Haarkreide, oder? Ist wieder besser informiert als ich. Lass mich doch in Ruhe. Ach, halt die Fresse. Oh, dieser Lipgloss ist kacke, den sieht man gar ja. nicht. Warum schmierst du das überhaupt dran, ey? Ich hab noch
Oh, geil. Ey, meins sieht, ey, die könnte wirklich gerade aus dem Dschungel kommen. Joey's Jungle, passt ja. Ich brauch mal, Dima, hast du so ein Stück Küchenrolle? Ich brauch auch ein Stück Küchenrolle. Wie viel Uhr? Noch 6 Minuten. Oh, Gott, ich habe nicht mal angefangen mit dem Make-up. Ah! Ich krieg's nicht mehr weg. Ich krieg's nicht mehr weg. Ey, meine sieht aus, als würde sie in ihrer Freizeit Ketchup snacken. Ja, Dima, auch hübsche, hässliche Mädchen sind auch hübsch. Es kommt auf die inneren Werte an. Bitte. Ey, darauf kommt es jetzt hier gar nicht an. Dima muss sie geil finden. Ach, kann ich mich auch mal, ne? Meins sieht so schmandy wirklich aus. Aber... Oh. Vielleicht kann... Oh, wo ist, war das? Oha! Oh, das hätte alles noch so viel mehr aufgewertet. Wieso habe ich nicht gesehen? Meine sieht halt wirklich gerade so ein bisschen verprügelt aus. Ja. Oh, fehlt noch 3 Minuten? 3,5 Minuten? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe einen Look. Meins ist der Festival-Look. Boah, wir haben beide so richtig die Gruselpuppen. Ja, voll! Boah, was machst du denn? Du machst das ja so Kriegsbemalung. Ja, nein, das ist Festival-Bemalung. Du bist so ein bisschen an der Aufgabe vorbei, Sandy, ganz ehrlich. Deine ist so eine richtige... So eine Kriegerin, die in Matsch gefallen ist. Dima, machst du Festivals? Ja, ich bin fertig, komm. Ich weiß eh nicht mehr, was mit der... Das geht gar nicht. Was machst du mit der? Du malst sie komplett golden ab? Ja, aber in dem Festival-Look. Oh, jetzt will ich auch. Sieht halt auch einfach gut aus. Oha. Okay. Das war's. Wir dürfen nichts mehr machen. Ich hab gerade mit den Haaren angefangen. Was hast du mit den Haaren denn noch gemacht? Ich wollte die Haare auch goldig machen. Oh. Ach du scheiß Handy, halt die Fresse, Alter. Kann man jetzt, oder? Oh, meins? Ja, du kannst. Was, Jo? Sie ist halt in die Matschgrube gefallen, so ein bisschen. Also, ja, Matschgrube und Bolognese gegangen. Wie gold die ist, Alter. Ja, guck mal, ja, sie ist ein Golddigger, Alter. Ja, scheiße. Aber guck mal, sie hat auch so wet look und so, weißt du? Ey, macht mir das echt nicht einfach, die Entscheidung. Die sehen halt beide komplett beschissen aus. Nur was laberst du? Also erstens, das ist ein Kind. Also erstmal so Frauen bewerten, die nice die aussieht, geht eh nicht. Das ist so ein Kind. Das ist eine Puppe, das kann auch kein Kind sein. Das ist Alter nicht bestimmbar. Ja. Alter. Okay, sagen wir dies. Das ist schon eine erwachsene Frau. Die ist 24. Ja. Muss ich mir dazu denken, okay. Okay. Ja, die sind beide gruselig trotzdem. Hä? Meins ist aber optisch schöner. Ja, aber auch nur, weil du alles Gold beschmiert hast. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit alle Hoffnungen auf Joey gesetzt, aber... Digga, sie sieht aus wie ein Kerl. Ja, weil sie... Du ich sehe das jetzt immer. Du hast auch so falsch konturiert. Die sieht so gruselig aus. Ja. Du hast halt gar nicht konturiert, also beschwer dich mal nicht, ja? Also? Ich hab's halt versucht. Ich wollte normales Make-up versuchen und dann fing sie an, das ganze Gesicht ja, doll zu malen. Ja, nicht nachmachen, ja, aber Alter. Dann wurde ich nervös. Also und? Mein Fazit ist, beide sind richtig gruselig, aber die ist ein bisschen mehr creepy als die auf jeden Fall. Also hab ich gewonnen? Ja. Ist okay, ist okay. Die sind echt creepy. Du hättest dein Contouring lassen sollen. Die sah am Anfang viel besser aus. Und auch mit den Haarspangen, der sieht so scheiße aus. Hä, hey, aber ich hab mir wenigstens was einfallen lassen. Guck dir mal das an. Das ist ein Wet-Look. Guck mal, sie hat sogar Strähnen drin. Das ist kein Wet-Look. Du warst einfach nur zu faul zum Föhnen. Halt die Fresse. Echt nice aus. Okay. Ja, habt ihr toll gemacht, trotzdem. Meine L'Oréal Paris oder sonst was, falls ihr mich buchen wollt für den nächsten Wet-Look, dann fragt mich doch einfach gerne an. Ich mach sogar kostenlos. Goodbye, Peoples. Tschüss. Tschö. Ja, top. Machst du den Thumbnail oder aus dem Video einfach? Ich würde Thumbnail machen, ne? Ja. Wollen wir die schon zeigen? Oder so. So, und dann soll Philippe hier so... So ein Fragezeichen. Ja. Wie guckst du nur? Die guckt dir mal gleich. Halt doch in Ruhe. Ach, halt die Fresse.